Papa, kannst du das auch? Klar. Wie bitte? Für 100 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobilüberweisen mit Push dann. Seit wann hat der überhaupt ein Smartphone? Ist er jetzt der Wiesenwirt fürs Ochsenbacher Oktoberfest und es ist schon richtig gute Stimmung hier. Tolle Stimmung, tolle Gäste, richtig, richtig toll hier. Für das, dass wir zum zweiten Mal jetzt erst hier sind, ganz, ganz große Klasse. Wollte gerade sagen, das, was die Bayern können, das können wir auch hier, oder? Das haben wir jetzt eigentlich schon bei dem zweiten Jahr geschafft. Ausverkauf, die Hütte voll, tolle Stimmung, tolle Gäste. Was ist heute noch zu erwarten? Hier gibt es ja richtig gutes Essen, sieht man. Ich habe eben selbst schon mal kosten dürfen. Habt ihr wieder richtig klasse hinbekommen? Ja, wir haben frische Grillhähnchen. Wir machen die Weißwürste, Nürnberger, wir machen Schweinsbraten. Dann gibt es einen tollen Apfelstrudel mit Vanillesoße und dann sogar ein Fingerfood für die ganz, ganz kleinen Hunger. Mein Eindruck war, das ist nicht irgendwie so das Essen von der Stange, das schmeckt schon richtig. Ja, die Speisen werden alle hier komplett am Grill zubereitet und werden, wenn sie gegart sind, sofort runtergeschnitten und an den Gast, zum Tisch gebracht, an den Gast. Dann sage ich mal vielen Dank und noch viel Spaß heute. Ich bedanke mich auch, ganz herzlich bedanke ich mich auch bei der Sparda-Bank. Ohne die wäre wahrscheinlich dieses Fest nicht möglich gewesen. Also wie gesagt, herzlichen Dank, Herr Weber und die gesamte Sparda-Bank. Danke. Danke. Ihr zwei, es brennt ja allen auf den Nägeln. Ja, es ist ja die ewig ungeklärte Frage. Ich habe ja schon gesagt, der Klaus hätte ja hier das Steak hinschieben können. Dann hat er, was hat er gegessen? Schweinsbraten oder was? Ja, sowas ähnliches. Schweinshaxe. Ah, ein Hähnchen. Hähnchen war es. Ja, ja. Aber ohne Pommes. Also, wie ist denn jetzt? Wie ist denn der? Mit Salat. Ja, ja. Also, Hähnchen mit Salat. Genau. Ja, so muss das sein. Ja, genau. Also, wie sieht es denn aus mit der Steakfrage? Also, ich warte immer noch. Also es hat sich nichts geändert, ich weiß woran es liegt, vielleicht hat er Angst, weil er hat gegen mich verloren, weißt du? Und wenn er mir das Steak gibt, damit hat er die Niederlage akzeptiert. Und davor hat er Angst, glaube ich. Weißt du? Er sollte ja kein Geld geben, sondern das Steak hinstellen, oder? Nee, also ich sag mal ehrlich, wie es war. Und zwar nach dem Spiel gegen Hoffenheim war ich ja krank. Und ich war zu Hause bei meiner Familie, auf einmal schaue ich mir so Interview-Nachlese an und auf der OFC-Homepage. Auf einmal lese ich irgendwelche Sachen, dass der da rumprallt, dass ich Angst hätte oder sonst was. Oder meine Wettschuld nicht einhalte. Ich sage zu ihm sehr oft, lasst uns jetzt endlich essen gehen, damit sie da unterm Tisch ist. Und er sagt, ja okay, wir schauen noch. Also, und andere Frage, bei den Toren habt ihr jetzt nur Punktspieltore, ja? Oder sind die Pokalspiele mit drin? Ja, das würde ich gerne Klaus auch fragen. Ja. Wenn die Pokalspiele drin wären, ich habe letztes Jahr gegen SV Wiesbaden auch ganz genau. Also ohne Pokalspiele. Also ohne Pokalspiele. Hat er recht, weil er hat ja in Wiesbaden den Elfer verwandelt. Und er hat ja nicht viele verwandelt, also wir kennen die ja alle noch. Ja, den also, hat er. Also er hat gegen Wiesbaden einen Elfer verwandelt, ja. Aber ich habe gegen Oberroden einen überragendes Tor gemacht. Du hast den rausgeholt, den Elfer damals, ich ja, weiß. Ja, und gegen Oberroden habe ich ein überragendes Tor gemacht. Ja, natürlich. Den Winkel. Ja. Normalerweise zählt es, aber ist okay. Zählt nicht. Ja, nein. Aber ist okay, zählt nicht. Ist aber okay. Du wirst die Saison ja ohnehin gewinnen. Also man kann sagen, das Steak steht noch aus. Da wäre ich mir nicht so sicher, aber okay. Wir werden es ja dann sehen. Ich würde mal sagen, am Montag nach dem Trierspiel fragst du ihn, ob er Steak bekommen hat, weil morgen geht's klar. Okay, das ist ein Wort. Ihr Lieben, dann solange ihr noch dürft, feiert noch weiter schön. Wir sehen uns in Trier. Macht's gut. So, Freunde, hier ist Stimmung, oder? Voll! Geht das alle ab hier! Party! Ich glaube, ich bin nicht richtig im Rhythmus, oder? Nein! Oh. Kick-Ass! Kick-Ass! Kick-Ass auf Bach!
Richtig! Ja, da freue ich mich, dass da jetzt der Herr Weber bei uns ist, hier im Live-Studio am Oktoberfest, denn Sie sind schuld an dem Ganzen. Schuld, aber bin ich gern schuld, denn das ist etwas, was wir gerne machen, seit der Herzensangelegenheit. Seit wir 2009 mit dem OFC zusammenkamen, muss ich sagen, da habe ich Fußball erst richtig lieben gelernt. Ja, und Fußball ist irgendwie gar nicht von Feiern und diesen ganzen Geschichten zu trennen. Sie sehen es ja hier, der OFC-Fan, der ist allgegenwärtig. Das ist richtig, aber wir hatten ja gestern unsere Mitarbeiterveranstaltung hier und das sind ja auch überwiegend OFC-Fans, muss ich sagen. Und deswegen war es auch von denen ein Herzensangelegenheit, dass wir das genau hier machen, am Biberer Berg. Wunderbar. Der Stimmung tut das ja keinen Abbruch, ganz im Gegenteil, der Mob tobt ja schon wieder. Ja. Also Oktoberfest ist eine tolle Sache und dass wir das jetzt für den OFC organisieren können, sodass auch was übrig bleibt finanziell, das finde ich ganz klasse. Vielleicht sagen wir das mal für die Zuschauer, es ist ja so, dass Sie das Zelt aufstellen für auch Ihre Firmenfeier. Einmal gibt es was Öffentliches und dann kommt es eben zum Highlight hier mit den OFC-Fans. Und der OFC kann das Zelt einfach so nutzen und die Einnahmen gehen zu 50% an die Jugend. Das ist eine ganz tolle Sache. Dafür ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, da muss ich unserem Betriebsrat natürlich das Lob geben. Die kamen zu mir und haben gesagt, statt Weihnachtsfeier lieber Oktoberfest. Und somit haben wir die Möglichkeit gehabt, dieses Zelt auch dem OFC zur Verfügung zu stellen. Vielleicht ist es ja auch sportlich so, dass wir vielleicht dann von Oktober bis Weihnachten feiern können. Es sieht ja gut aus mit unserer Mannschaft. Absolut. Und da werde ich mich riesig freuen, wenn das so wäre. Sie sind so richtiger Fan, das sieht man schon. Sie sind so richtiger Kickers-Fan geworden, oder? Aber absolut. Ich glaube, ich habe noch so gut wie kein Heimspiel versäumt. Ach, so ist es richtig. Vielen Dank nochmal. Nicht zu danken. Sehr gerne wieder. Jetzt kriege ich endlich was zu trinken. Danke. Bitte. Das sieht doch richtig gut aus. Und Spaß macht's auch, oder? Jawohl. Also. Ich soll reingehauen. Kriege ich jetzt am Ort? Natürlich. 4 Stück kriegst du. So geht's auch gut. Danke. Bitte. So, weiter geht's. Die nächsten Spieler sind da. Sascha Korb, du darfst nicht fehlen, oder? Wie wird das? Du darfst nicht fehlen, wenn gefeiert wird. Ja, wir sind ja mit der ganzen Mannschaft heute da. Aber gefeiert wird dann hoffentlich am Montagabend. Ich wollte gerade sagen, wer hart arbeitet, so wie du bist ja ein richtiger Beißer, der darf auch mal feiern, oder? Ja, aber nicht 2 Tage vorm Spiel. Ich hoffe, dass wir am Montag dann alle zusammen richtig feiern können. Und der Gäbster verrät uns jetzt, wie viel Maß ihr trinken dürft. Jeder darf einen Radler trinken heute. Also heute gibt's nichts. Alkoholverbot. Montag haben wir ein wichtiges Spiel. Man hat heute wieder gesehen, dass die Konkurrenz wieder gepunktet hat. Und wir müssen am Montag unbedingt dranbleiben. Und das ist wichtiger als alles andere momentan. Aber du bist ja jetzt neu in Offenbach. Hättest du dir das so vorgestellt, was hier alles so läuft? Ich bin sehr gestaunt, was hier alles so los ist. Auch gerade immer wieder im Stadion mit den ganzen Fans und so weiter. Es inspiriert mich sehr. Also ich fühle mich auch pudelwohl hier im Verein und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Man hat es dir so richtig angemerkt, als du kamst, du warst ganz frisch hier. Dann war am Wilhelmsplatz alles voll, tausende von OFC-Fans. Jetzt wird hier immer einfach so im Oktober ein bisschen gefeiert. Also hier wird schon mobil gemacht. Ja, auf jeden Fall. Es war damals schon, als ich hergekommen bin am Wilhelmsplatz, war das schon überragend für mich. Sowas gab es nicht in Kiel, zu Drittliga-Zeit nicht. Und wie gesagt, ich bin froh, hier zu sein. Da wünsche ich euch viel Spaß, auch ohne Alkohol, aber wenn ihr die 3 Punkte macht, dann seid ihr auch glücklich. Ja, genau. Dankeschön. Jetzt habe ich für euch aufgetan, den Devin Yao, der ist ja, wohl nicht so der Ober-Oktoberfestgeher überhaupt, aber ich werde ihn mal fragen. Hello Devin, hey. Welcome. Have you ever experienced something like this Oktoberfest before in your life? No, I never experienced it and I'm actually very happy that I came and I saw this tradition because
us Americans, we have a certain image of how it is, but actually living it and seeing the people dress up, it's really, really nice. Really nice to see. Also ihm gefällt das. Er dachte, in Amerika hat er wohl diese Tradition schon gehört. Ich habe ihn das auch vorhin gefragt. In Amerika glauben ja alle, dass wir Deutschen wie Bayern rumlaufen, aber das nicht ganz so. Aber, but you enjoy this, yeah? Of course, I love it. It's really, really nice. And I see traditions from other countries, and it's really nice to see, so I really like it. Yeah, you lived in two or three different nations here in Europe, yeah? Yeah. When you come as a young player here. Yeah. And you speak, you said four languages, yeah? English, it's French, it's Italian and Spain. Also er spricht ja vier Sprachen. Er spricht ja Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. But why you don't speak German? I still need time to adapt to German, but I will learn German, and I think after I learn German, I can stop playing football and go work in a bank, because I'll be able to speak five languages. Okay, also er meint, wenn er fertig ist mit Fußball, dann spricht er ja bis zu neun Sprachen, er will auch Deutsch lernen. But today, we start with a very important word, or two words in German, you can learn this. And I mean, it's Otsav is, yeah? Yeah, repeat. Otsav is. Otsav is, yeah. Yeah, that's it. And now, thank you, Devin. And one question now. You are now 3 months in Offenbach. Yeah. Yeah. How do you feel now after 3 months? I feel like I've been here for a year. It's only been 3 months, but everybody's been so nice to me. Everybody's had accommodated me really well. The team, the coach, the fans. I really like it, really, really like it. It's an amazing experience. Also er findet das super hier nochmal die 3 Monate. Alle stehen hinter ihm, Trainer, Team, die Fans und alle. Also er glaubt, er wäre fast schon ein Jahr hier. Ich sage, good luck, Devin. And I think I have to draw your goal soon. Yes. Yeah, your league goal. It must come. I scored in the cup game, but I need to score in the league game. So absolutely. It's important. That was the first one. The next will follow. Of good luck, Devin. Thank you. Wir haben Alex Seewald hier bei uns. Erst einmal willkommen, Alex. Hallo. Und du bist zwar gebürtiger Franke, aber das gehört ja zum Freistaat Bayern, auch wenn der Franke das nicht gerne hört. Aber sowas wie Oktoberfest ist für dich nichts Neues. Nee, sowas gibt es bei uns öfter, so auch im kleinen Kreis. Die Kerbers am Land sind ähnlich aufgebaut wie hier das Oktoberfest. Und wie gefällt dir das hier? Richtig gut gemacht, auch ein richtig großes Zelt und eine gute Band ist auch da, also perfekt. Also ich will jetzt hier nicht die Spaßbremse für euch spielen, aber letztes Jahr war halt kein Spiel für euch. Und dann hatten die paar Jungs, die hier waren, aber richtig Spaß. Da musst du den Mümer fragen. Da war es richtig lustig. Heute müsst ihr ja, deshalb seid ihr auch nicht in Tracht, müsst euch vorbereiten auf Trier am Montag. Alle fit soweit? Ja, ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass irgendwer was hat. Außer Blackie, der ja schon verlässt, raus ist gegen Hoffenheim. Aber sonst habe ich jetzt noch nichts mitbekommen. Und du persönlich, du bist jetzt dreieinhalb Monate in Offenbach. Wie hast du dich hier eingelebt? Ja, richtig gut. Komm gut mit der Mannschaft klar. Hab die gute Wohnung auch. Und von daher alles gut. Und jetzt hier also als Höhepunkt quasi, als Zwischenhöhepunkt noch einmal ein zünftiges Oktoberfest, gell, Bur? Ja, fühle mich gleich wieder wie zu Hause. So soll das sein. Dir alles Gute weiterhin. Danke. Alles gut. So, natürlich darf auch unser Oberbürgermeister nicht fehlen, wenn der OFC feiert. Und vielleicht hat er ja ganz am Saisonende wieder richtig was zu feiern. Ja, das will ich schwer hoffen, ja. Wenn es so abgeht in der Saison wie heute Abend, ja, dann ist überhaupt kein Zweifel, dass wir aufsteigen. Mein lieber Horst, jetzt müssen wir zwei erstmal singen. Super, super OFC. Super, super OFC. Also ich höre, das kannst du schon ganz gut. Für die Fischerchöre reicht's nicht, aber macht auch Spaß hier, oder? Ja, ich war letztes Jahr nicht da. Das war's, Herr Boss. Und freue mich, dass ich dieses Jahr da bin. Jetzt haben wir trainiert für heute. Ja, ja, und ich hoffe, dass da eine Tradition draus wird, weil das ist genau das, was uns fehlt. Dass wir auch so einen gesellschaftlichen Background kriegen für unseren Club. Und da kann man nur einmal mehr dem Jürgen Weber von der Sparta Bank dankbar sein, der da unglaublich viel im Hintergrund möglich macht, ja, und unsere Stadiongesellschaft.
weil ohne die würde das nicht stattfinden. Absolut, wir haben ihn vorhin schon im Interview gehabt, haben ihm auch schon gedankt. Das ist eine sehr, sehr feine Geste und der Verein kann ja wirklich daran partizipieren. Ah ja, absolut, ja, wir wissen ja, ohne Moos nichts los. Und dass der Umsatz hier und das übrig bleibt, wieder dem OFC zugutekommt, ist doch eine tolle Sache. Die zweite Strophe erspare ich dir jetzt. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Der glücklichste Mann in diesem ganzen Zelt, das müsste Tommy Zahn sein. Hallo erstmal. Ja, hallo, schönen guten Abend. Und du ahnst schon, warum du der glücklichste Mann bist in diesem Zelt. Natürlich. Ja, du hast ja ein sehr einnehmendes Wesen. Ja, ja gut, geheiratet, denke ich mal, darauf spielst du an. Ja. Ach so, du meinst also, du kriegst 50% der Gelder, oder? Ach so, das meinst du, nein. Natürlich, der EV kriegt 50% der Gelder, ja. Insofern ist das ja eine tolle Geschichte hier, was die Sparda Bank hier dem OFC ermöglicht. Denn der OFC, insbesondere der EV, du bist ja der höchste Vertreter heute hier im Zelt des EV, der profitiert ja mächtig davon. Ja, mächtig ist gut gesagt. Also es sind nur 5.000, 6.000 Euro, die hängen bleiben. Ja. Ja. Aber das ist besser als nichts. Ja. Ja. Also, aber daher natürlich dank Sparda Bank und Stand SBB können wir das natürlich super gebrauchen hier. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und so privat amüsierst du dich auch ein bisschen, bist ja jung verheiratet. Genau, hab's ja gerade schon gesagt, jung verheiratet, bin super glücklich. Und da vorne mal eine gute Party im Moment, also alles da gut. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, da darf nicht mehr so quer geflirtet werden. Du, ich guck nur dich an, ja? Naja, das dürfte bestimmt, da hat sie bestimmt keine Bedenken. Nein, alles gut. Danke dir, ich wünsche dir was. Danke dir. Ich will wieder home. Fühl mich da so allein. Brauch keine große Welt. Ich will heim nach Fürstenfeld.